Lächerlich. Diese Waffe ist halt wirklich lächerlich stark. Digga, was? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und ja, ihr habt es gesehen. Wir haben heute wirklich eine absolut starke Waffe am Start. Und zwar geht es um das 3-Schuss-Kill-Oden-Klassen-Setup. Wirklich ein absoluter Laser-NMW. Wirklich teilweise echt unfair, wie stark diese Waffe ist. Ich werde euch das Klassen-Setup natürlich auch wie immer im Verlauf des Videos zeigen. Deswegen bleibt gerne dran. Bevor es losgeht, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo. Da würde mich echt mega freuen. Vielen, vielen Dank für den Support. Wie gesagt, nochmal in letzter Zeit. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel. Wir jumpen jetzt in das dreckige alte Hausboot. Let's go. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach zu heftig. Natürlich hat die Waffe jetzt auch nicht nur Vorteile, also man ist sehr, sehr unbeweglich mit der Waffe, beziehungsweise kann jetzt nicht unbedingt damit rushen, aber diese Waffe ist einfach absolut stark und einfach extrem unfair gegenüber den Gegnern. Das Ding ist ja, eigentlich gab es ja von mir schon damals eine Road to Damascus-Folge mit der Oden. Allerdings ist dann leider die komplette Aufnahme irgendwie verbuggt gewesen und ich habe dann in der verbuggten Aufnahme natürlich die Waffe auf Gold gespielt, habe das Ganze am nächsten Tag nochmal versucht und ja, dasselbe ist nochmal passiert. Ich habe damals beide Aufnahmen wegschmeißen können. Im Endeffekt war es damals wirklich echt schade, denn in dem einen Video, was ich aufgenommen habe, war ich sogar auf 28er Street mit der Oden. Das war wirklich heftig. Die Kugelstärke von der Oden ist wirklich geisteskrank. Das einzige Problem, wie gesagt, ist, dass die Waffe etwas langsam schießt. Und dadurch, dass man diese riesen Aufsätze am Start hat, ist die Waffe natürlich auch noch ein bisschen unbeweglich. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Guckt euch das an, wie stark diese Waffe ist. Es ist einfach lächerlich. Sorry, dass ich die ganze Zeit dasselbe sage, aber es ist halt einfach, guckt euch das an, ich kann einfach jeden Gegner einfach weglasern. Selbst im Nahkampf habe ich halbwegs gute Chancen, wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt einen MP am Start hat. Season 3 ist jetzt auch ungefähr bei der Mitte angelangt, das heißt, dass wir auch relativ zeitnah auch die neue Map bekommen müssen, beziehungsweise die neuen Maps. Denn laut der Roadmap soll ja noch die Map Hardhead kommen und noch eine Gunfight-Map, die relativ so aussieht, als würde sie irgendwie in Atlas Superstore sich befinden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf Hardhead, denn Hardhead war in MW3 eine Map, die wirklich sehr, sehr nice war, also wirklich eine meiner absoluten Lieblingsmaps damals. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, wie sich die Map in MW dann spielen lässt. Sind die nochmal schön weg. Schade. Am Anfang dachte ich, dass 20 Schuss für ein Sturmgewehr wirklich wenig sind. Allerdings dadurch, dass die Waffe die Gegner so komplett weglasert, braucht man jetzt nicht unbedingt mehr Schuss, beziehungsweise kann schon easy mit einem 20-Schuss-Magazin 3 oder 4 Gegner ausschalten, wenn man das Ganze ein bisschen sich einteilt. So, let's go. Aufgeputscht ist eigentlich auch ein sehr, sehr nicer Modus. Man muss relativ viel in Bewegung bleiben, beziehungsweise auf kleinen Maps hat man auch echt die Möglichkeit, irgendwelche Streaks aufzubauen. Oh, einfach alle gelöscht. Einfach alle aus dem Spiel gelöscht. Nein. Er saß die ganze Zeit ab. Okay. Er sitzt immer noch da oben. Ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Guckt euch, gönnt euch das einfach. Es ist einfach zu stark. So, das erste Mal, dass wir die Oden auf Shipment testen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ah, wie er da rausgekommen ist. Ich glaube, Shipment ist jetzt nicht unbedingt die beste Map für die Oden, da sie ja wirklich relativ langsam schießt. Es gibt ja auch schon viele Gerüchte über das neue Call of Duty, was jetzt... Was Ende dieses Jahres noch rauskommen wird, also ist auch schon bestätigt worden, dass das auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen wird. Denn es gab ja auch Gerüchte, dass es... Es gab ja auch Gerüchte, dass das Ganze irgendwie noch verlegt werden sollte. Bei mir persönlich ist das so, ich bin natürlich gespannt auf das neue Call of Duty, aber ich würde mir eher noch ein paar gute DLCs für das aktuelle Modern Warfare wünschen. Auch zum Beispiel so ein paar Community-Updates in Modern Warfare bzw. im Multiplayer. Zurzeit legen sie ja wirklich sehr, sehr viel Fokus auf den Warzone-Modus, was natürlich auch verständlich ist, dort hat einfach viel, viel mehr Spieler rumlaufen. Digga,
gibt ja in dem Bild diese Clan-Regimente, in denen man einfach mit seinen Freunden irgendwie so einen kleinen Clan aufmachen kann und sich als Team noch quasi so einen gelben Gamertag reinballern kann. Bei sowas zum Beispiel hätte man noch so viele Möglichkeiten, wie man das Ganze verbessern kann, beziehungsweise wie man die Leute noch so ein bisschen mehr anreizen könnte, den Multiplayer zu zocken als Team. Wenn man zum Beispiel solche Teamaufgaben in das Game wieder reinfügen würde, wie es zum Beispiel auch damals in MW3 in Call of Duty Elite gab. Das Ganze gab es ja dann noch in Black Ops 2, was sie dann irgendwann mit der Zeit auch abgeschafft haben, was ich sehr, sehr schade fand. Das Ganze sind ja im Endeffekt nur Kleinigkeiten, die aber trotzdem den Multiplayer ein bisschen besser machen würden, beziehungsweise irgendwie neuen Anreiz machen würden, den Multiplayer zu zocken. So, bevor es jetzt weiter mit dem Video geht, zeige ich euch erstmal das 3-Schuss-Klassen-Setup für die Oden. Ihr habt gesehen, wie heftig diese Waffe ist. Wie ihr schon sehen könnt, müsst ihr den XXL-Schalldämpfer nehmen. Und zwar ist das der Kolossus-Schalldämpfer für die Geräuschschalldämpfung, die effektive Reichweite und die Rückschusskontrolle. Ihr seht, wie heftig die Präzision und die Reichweite mit diesem Aufsatz steigt. Natürlich macht der Schalldämpfer die Waffe doppelt so lang, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann als zweites, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist der Odenfabrik 810mm Lauf für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Hier seht ihr auch nochmal, dass die Reichweite wirklich um einiges gesteigert wird. Dann benutze ich den taktischen Laser für die ZV-Geschwindigkeit, die Zielstabilität und die Zielstabilität beim Laufen. Mit dem Laser fühlt sich die Waffe auf jeden Fall noch ein bisschen besser an, beziehungsweise man hat auf jeden Fall ein bisschen besseres Aim. Natürlich der Nachteil hier ist, dass der Gegner den Laser sehen kann, aber wenn man jetzt ein bisschen clever ist und jetzt nicht immer direkt komplett across the map einfach abaimt und der Gegner dann den Laser sieht, sollte das auf jeden Fall klar gehen. Dann benutze ich das GI-Mini-Notpunkt-Visier, was ich persönlich eigentlich am besten finde. Natürlich könnt ihr auch jedes andere Visier nehmen, was ihr wollt. Oder zum Beispiel das extra voll geladen draufpackt, dass ihr einfach noch ein bisschen mehr Munition habt oder zum Beispiel Fingerfertigkeit. Und zu guter Letzt benutze ich den FDAC XL Elite Keilschaft. Einfach für die ZV-Geschwindigkeit, dass man noch ein bisschen schneller reinzoomt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für die Mobilität. Ihr habt gesehen, immer wenn man auf den Oberkörper trifft, ist das wirklich ein 3-Schuss-Kill-Klassen-Setup. Natürlich ab und zu, wenn man jetzt vielleicht auf den Fuß trifft oder so, sind es vielleicht mal 4 Schüsse. Aber diese Waffe ist wirklich absolut stark, absolut unfair und ein absoluter Laser. Testet diese Waffe gerne, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Klassen-Setup-Videos bzw. allgemeinen Modern Warfare und Call of Duty-Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Und ich würde sagen, wir zocken noch ein bisschen, sehen uns wieder in der Runde. Let's go. So, wir sind in die Warzone gejumpt und versuchen jetzt ein bisschen was mit der Oden zu zeigen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Oden auch eine sehr, sehr starke Waffe in Warzone ist. Allerdings, da die Server ab und zu ein bisschen Probleme haben, ist das ein bisschen schwierig mit der Connection. Aber sobald die Connection halbwegs in Ordnung ist, ist die Oden auf jeden Fall eine extrem, extrem starke Waffe, auch im Battle Royale. Da ist die Oden, let's go. Ich habe das Ganze auf jeden Fall eben schon im Solo-Modus versucht und ja, es lief jetzt nicht so unbedingt gut. Ich wurde die ganze Zeit einfach komplett überrascht von Leuten, die eben in der Ecke saßen. Obwohl ich sagen muss, seitdem der neue Solo-Modus am Start ist, ist das Ganze ein bisschen besser geworden. Die Leute sind auf jeden Fall nicht mehr so fixiert aufs Cappen, solange sie das Geld haben. Denn das Prinzip von dem Modus ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man quasi genug Geld hat, dass man immer wieder respawnt. Gut, Shield Break. Okay, let's go. Einer. Muss oben sein. Hä? Hat er sich gerade selber ausgelöscht? Der einzige Grund eigentlich, warum ich auch den Revolver spiele, ist, dass ich hier quasi voll geladen dabei habe. Oh. Ein K.O., let's go. Okay, ich habe aus Versehen die falsche Klasse reingeballert. Ah, ich habe aus Versehen den falschen Aussatz drauf geklatscht. So, ich muss jetzt von unten umlaufen irgendwie. Ah, Teammate wird sterben. Yep. Perfekt. Der schmeckt. Let's go. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Geld und dann kann ich den Mate auch schon holen. Ich habe aus Versehen den falschen Schaft reingeklatscht, deswegen ist die Präzision jetzt nicht so unbedingt perfekt. Wo ist er? Ah, da oben. Als zweite Waffe nehme ich natürlich die MP7 mit, auch eine meiner absoluten Lieblingswaffen in Warzone. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Ich glaube, man konnte auf jeden Fall sehen, dass die Oden wirklich sehr, sehr stark ist. In Häusern und so würde ich euch auf jeden Fall immer eine MP empfehlen, da ihr da einfach viel mehr Vorteil habt gegenüber zum Beispiel der Oden. Es sind auf jeden Fall 2 Teams, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, seine Füße. Wenn man erstmal so den Rückschuss von da oben so ein bisschen kontrollieren kann, beziehungsweise allgemein die Shots so ein bisschen einschätzen kann, kann man mit der Waffe auf jeden Fall gut Damage machen. Er muss doch irgendwie close vor uns sein. Ah, ist in der Luft, oder? Ah, ist hier. Lol. Okay, ihn habe ich nicht gesehen. Auch selbst in Warzone macht die Waffe einfach so heftig viel Damage. Es ist einfach krank. Ah, von wo? Ich habe ihn gar nicht gesehen, wie schnell er mich lasert. Heftig. Der Mann Mate, er will es aber auch wissen. Er pusht einfach jedes Mal instant ins Haus. Er hat so ekelhaft uns weggekämmt. Aber eigentlich wäre jetzt ein Sniper gut. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich die Sniper hier mit. Zone ist natürlich dieses andere Schmutz. Deswegen ist halt der Mate, der jetzt noch am Leben ist, ist wirklich der geisteskrankste Pusher. Also ist wirklich extrem heftig am Pushen.
Und er schießt halt auch einfach jedes Mal, wenn er Gegner sieht. Was jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist, wenn man jetzt gegen mehrere Spieler spielt. Nein, rechts von mir. Ah, nein, 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 komm schon. Ja, sie snipen mich von der Seite, safe. Mesh regelt das jetzt. 2 gegen 1, er kann das machen. Beide mit der Sniper mit so einer Zone ist ein bisschen schwierig. Schade, war auf jeden Fall eine gute Runde. Ich denke, ihr konntet sehen, wie heftig die Oden auch in Warzone ist. Eben habe ich genau dasselbe Klassen-Setup wie im Multiplayer benutzt. Das Einzige, was ihr vielleicht noch ändern könntet, was die Waffe quasi noch ein bisschen präziser machen würde, ist der Schaft. Dort könnt ihr dann den Forge Stackschaft nehmen für die Zielstabilität. Dann habt ihr quasi noch ein bisschen besseres Aim. Und was ganz wichtig ist mit der Oden, wenn ihr Warzone spielt, nehmt auf jeden Fall als zweite Waffe eine Pistole mit. Mit dem extra vollgeladen, sonst habt ihr vielleicht das ein oder andere Problem mit der Munition. Und Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts in Zukunft verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr das Video bisher geschaut habt, schreibt auf jeden Fall gerne Hashtag Mesh in die Kommentare für den Mate, der gerade noch mit der Runde am Start war, der Ehrenpusher. Und Leute, jetzt, das wär's langsam von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.